Der Bewerbungsprozess bei uns, würde ich sagen, ist wirklich sehr entgegenkommend und fast schon einfühlsam. Und insofern wird man sehr gut empfangen und auch sehr warm empfangen und hat auch durchaus seine Zeit, sich einzugewöhnen. Also ich habe mich direkt über das Inserat auf karriere.at hier für die Stelle beworben, wurde dann auch relativ bald von der HR kontaktiert. Das Vorstellungsgespräch selbst war super entspannt und ich habe dann relativ bald auch Bescheid bekommen, wie es von der Kanzlei passt oder nicht. Es hat begonnen mit einem Videocall und dann in weiterer Folge mit einem persönlichen Gespräch. In lockerer Atmosphäre konnten wir die Rahmenbedingungen besprechen und sind sehr schnell einig geworden. Eine tolle Vorbereitung fürs Bewerbungsgespräch ist sicherlich, sich die Kanzlei mal anzuschauen. Allgemein für Bewerbungsgespräche finde ich immer sehr wichtig, dass man sagen kann, wieso man sich beworben hat. Wieso bin ich hier? Wieso will ich hierher? Was ich empfehlen kann vor einem Bewerbungsgespräch, ist auf jeden Fall auf die Homepage zu schauen. Hier vielleicht auch mal nachschauen, was wurde publiziert vor kurzem. Sich da ein bisschen einzulesen im Vorfeld, das hilft immer, um auch das Interesse zu zeigen gegenüber der Kanzlei. Vor allem für mich maßgeblich war die Frage nach meinen Stärken und Schwächen. Also damit habe ich mich wirklich viel beschäftigt, auch im Vorfeld. Das finde ich, ist immer ein guter Punkt, den künftigen Arbeitgeber ein gutes, ehrliches Bild von einem selbst zu vermitteln. Der Start bei FEP läuft über das Buddy-System. Man hat gleich von Anfang an einen Buddy zur Seite, der die wichtigsten Dinge mit einem bespricht und auch den Start sehr angenehm macht bei FEP. Grundsätzlich sucht FEP in nahezu allen Sparten regelmäßig immer wieder neue Personen. Das betrifft jetzt nicht nur Juristen und Juristinnen. Wir haben auch eine IT-Abteilung, also wir suchen auch IT-Support-Personal, genauso wie natürlich administratives Personal. Allein schon auf unserer Größe haben wir immer wieder Bedarf an neuen kreativen Köpfen. Die Kanzlei sucht, glaube ich, vorwiegend Leute, die Spaß haben an neuen Herausforderungen, an neuen Fragestellungen. Einfach Leute mit einem offenen und agilen Mindset. Durch die Bandbreite bei FEP ist man gut aufgestellt, wenn man Themen aus dem wirtschaftlichen Bereich behandeln möchte, aber auch aus dem öffentlichen Bereich oder aus dem Arbeitsbereich. Durch das breite Arbeitsspektrum sollte für jeden etwas dabei sein. Für Leute und Kollegen bei uns im Team sucht man lösungsorientierte Köpfe, aufgeschlossene Köpfe und ich würde sagen einfach coole Typen.